In Bus und Bahn gibt es von Niesattacken kein Entkommen mehr. Auf der Arbeit fehlen die Kollegen und beim Arzt ist das Wartezimmer voll. Winterzeit ist Erkältungszeit und so manch scheinbar harmloser Hustenanfall entpuppt sich dann als echte Grippe. Schon Mitte Oktober kann es mit der Grippesaison losgehen. Der Schutz in den kommenden Wochen ist daher umso wichtiger. Viele Menschen schniefen und schneuzen. Die ersten hat es also bereits erwischt. Die Grippesaison läuft so langsam an. Daher ist Schutz in den kommenden Wochen besonders wichtig. Doch wie schützt man sich dagegen am besten? Eine einzige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Versuche mich gesund zu ernähren. Rahmen der Möglichkeiten. Viel frische Luft und lecker essen, das is it. Ja, und warm anziehen. Durch Bewegung, Sport. Viel trinken, viel spazieren gehen, auf frischer Luft im Garten arbeiten. Hat es jemanden aber erwischt, dann können einfache Hausmittel das Leiden ein wenig lindern. Einige schwören dabei auf die heiße Zitrone. Hier helfen besser Tatsache noch alte Hausmittel, um das Immunsystem zu stärken. Und eins davon ist die Zitrone. Und zwar aus dem Grunde, weil sie sehr reichhaltig ist an Vitamin C. Und Vitamin C ist halt gut für unser Immunsystem. Doch nicht nur die heiße Zitrone kann Wunder bewirken. Bei Fieber rät ein altes Hausmittel zu kalten Wadenwickeln. So eine kräftige Nasennebenhöhlenentzündung kann schon mit Fieber einhergehen. Und wenn man Fieber hat, dann kann man die gestiegene Körperkerntemperatur durch Wadenwickel, also das ist eine physikalische Anwendung wieder, herab- oder absenken. Doch damit ist es meistens nicht getan. Denn das sind keine vorbeugenden Maßnahmen. Will man sich jedoch vorbeugend schützen, so bleibt noch eine Möglichkeit offen, nämlich die Schutzimpfung. Doch nicht jeder steht der Grippeimpfung allerdings positiv gegenüber. Ich weiß nicht so recht. Ich habe mich bisher nicht impfen lassen und habe es auch jetzt persönlich nicht unbedingt so vor. Nein, ich bin nicht Grippe geimpft. Warum nicht? Weil ich eigentlich gesund bleiben möchte und wenn man sich mal überlegt, es gibt nirgends eine richtig große Zutatenliste, was da alles drin ist. Also man weiß es de facto als Mensch so nicht. Und diejenigen, die alle Grippe geimpft sind, die hatten mindestens eine Grippe. Und da denke ich, bleibe ich lieber gesund. Ich war gar nicht überzeugt mit der Wirkung, von der Wirkung von dieser Impfung. Ich lege mehr Wert auf gesundes Leben und Immunsystemstärkung. Wen die Grippe schon erwischt hat und noch nicht geimpft ist, für den wäre eine Impfung eh zu spät. Denn bis die Wirkung einsetzt, können bis zu 14 Tage vergehen. Ein frühzeitiger Schutz kann also Gold wert sein. Denn statistisch gesehen lassen sich mit der Grippeimpfung so viele Leben retten wie mit keiner anderen Impfung. Über die Grippeimpfung und über andere Maßnahmen, die dieser unangenehmen Erkrankung vorbeugen können, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Rainer Holzborn. Er ist der Vorstand der Kreisstelle Duisburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Holzborn. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank, dass wir eine Gelegenheit haben, für Prophylaxe und vor allen Dingen für die Grippeschutzimpfung zu sprechen. Ja, über die Grippeschutzimpfung kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Jetzt erstmal die Grippesaison hat begonnen, haben wir gerade gehört. Ein paar erste Fälle von Infektionen wurden schon in Deutschland gemeldet. Wie sieht es denn hier in Duisburg oder Nordrhein-Westfalen generell aus? Ja, ich habe mal gerade noch bei Kollegen angerufen. Natürlich gibt es Erkältungskrankheiten. Das ist ja das Tagesgeschäft, aber von richtiger Grippeepidemie kann man überhaupt noch nicht sprechen. Das Robert-Koch-Institut meldet vor 3 Tagen 19 Fälle in Nordrhein-Westfalen. Das ist also ausgesprochen wenig, ist aber für diese Jahreszeit normal. Man rechnet damit, dass die eigentliche Grippe- oder Influenza-Welle erst mit dem Jahresende beginnt. Das liegt zum Teil auch daran, dass eben die Faktoren, die dazu führen können, also Menschenansammlungen, schlechtes Wetter und Ähnliches, also Weihnachtsmärkte, Silvesterfeiern, dazu führen, dass die Menschen eben sich näher kommen und dann infiziert werden und dass eben in Folge sich dann auch eine Influenza ausbreitet. 2017-18 war ja eine außergewöhnlich starke Grippewelle. Laut dem Robert-Koch-Institut sind 25.100 Menschen in Deutschland sogar daran gestorben. Kann man schon voraussagen, wie schwer die Grippewelle dieses Jahr werden wird? Nein, absolut nicht. Das liegt einfach daran, dass es hängt sicherlich auch von den Umständen, von der Witterung und ähnlichen Dingen ab, wie viel erkranken einerseits, aber andererseits natürlich auch von dem Grippestamm, der
variiert ja, es gibt Mutationen, also Veränderungen in den Stämmen. Und der Impfstoff, der natürlich produziert wird, der ist immer hinter der Entwicklung her. Ne? Das, was man in diesem Jahr impft, ist ein Vierfachimpfstoff. Dreifachimpfstoffe, die noch auf dem Markt sein sollten, sind wahrscheinlich aufgebraucht, würde man dann heute auch üblicherweise nicht geben. Also man hat jetzt die bekannten Fälle und setzt dann diesen Impfstoff auch ein. Das ist im Moment das, was man kennt. Wenn natürlich wieder eine Variation dazukommt aus dem Ausland, oder weltweit, je nachdem, wo er entsteht. Und durch Flugreisen gibt es ja an für sich keine Entfernung, die überbrückt werden können. Also kann man nicht sagen, wenn an irgendeiner Stelle eben eine Mutation kommt, dass die nicht auch hier landet, dann muss man natürlich neu darauf reagieren. Dann kann es aber dauern, bis der Impfstoff kommt. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass der geschützt ist gegen die anderen Stämme, nicht schon eine gewisse Grundimmunisierung mitbringt und unter Umständen dann eine Erkrankung auch leichter verläuft. Also wenn es darum geht, Grippeerkrankungen vorzubeugen, hatten Sie eben schon gesagt, für Sie ist es impfen lassen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denn sonst kann man eine Influenza-Infektion, also eine Virusinfektion, nicht vermeiden. Also wenn man sie nun bekommt, ist nur die Impfung der Schutz, dass man nicht daran erkrankt oder zumindest nicht schwerwiegend erkrankt. Was sind denn so, wenn man das jetzt nicht möchte? Wir haben ein paar kritische Stimmen ja schon gehört, die es eben nicht machen möchten. Was gäbe es denn da so für Hausmittelchen, um vorzubeugen? Ja, Hausmittelchen kann man da eigentlich gar nicht nehmen. Also klar, Gesundheitsvorsorge zu betreiben und sich gesund ernähren, auch mit Vitaminen natürlich und Apparaten, also Sport betreiben, körperlich fit sein, hilft natürlich wohl. Und die andere Möglichkeit ist, Menschenmengen zu vermeiden und natürlich auch eine persönliche Prophylaxe. Also beispielsweise, wenn man niest, sollte man nicht in die Hand niesen, sondern in die Armbeuge. Mhm. Das ist also so eine Empfehlung. Man sollte sich die Hände waschen, aber wir haben mittlerweile auch aus anderen Gründen in vielen öffentlichen Gebäuden oder entsprechenden Sanitäreinrichtungen Spender für Desinfektionsmittel. Also Händedesinfektion kann da hilfreich sein. Und und wenn man natürlich andere oder mit anderen zusammen ist, sollte man die natürlich tun, sich nicht anniesen und anhusten. Das empfiehlt sich von selbst. Ja, das wäre auch sehr höflich, wenn man das ich macht. Auch, ja. Und sehr gesund. Ja, und sehr gesund. Wenn man es nicht tut für die anderen, für sich selber nicht unbedingt. Nicht? Aber auch man sollte eben dran denken, wenn man möglicherweise da kontaminiert ist, dass man dann das Händeschütteln vermeidet, auch wenn es zunächst mal unhöflich scheint. Aber wenn man sagt, tut mir leid, ich fühle mich jetzt im Moment nicht so wohl, wir lassen das Händeschütteln, dann hat jeder für Verständnis. Mhm. Für welche Personengruppe würden Sie denn gerade eine Impfung empfehlen? Wer ist da so eine Risikogruppe? Ja, empfohlen wird die Impfung auf jeden Fall für Menschen über 60, für Immungeschwächte, besonders natürlich auch akut davon betroffene wie AIDS-Erkrankung, aber auch andere Immunschwächen, für Schwangere, für Stillende. Sie werden empfohlen für medizinisches Personal und für Personal in Pflegeeinrichtungen. Sicherlich auch diejenigen, die in anderen Massenunterkünften sind. Man könnte das vielleicht auch noch ausdehnen an Beschäftigte im Hotelgewerbe oder vielleicht auch in Gaststätten oder was weiß ich, Platzanweiser im Kino oder im Stadion. Also das kann man ausweiten. Man muss ja aber auch beachten, eine Impfung, die schützt ja nicht in jedem Fall. Was für Nebenwirkungen können denn auftreten, wenn man sich impfen lässt? Was ist möglich? Ja, die Reaktion kann natürlich passieren auf den Impfstoff. Und der kann unterschiedlich stark ausfallen. Normalerweise ist es sehr gut verträglich und wenn Beschwerden auftreten, sind die nach ein bis zwei Tagen vorbei. Lokal ist natürlich der Pieks in den Arm oder in den Unterschenkel, je nachdem, kann einen kleinen blauen Fleck machen, kann vielleicht ein, zwei Tage wehtun, aber mehr passiert normalerweise nicht. Und wenn man sich eben dadurch etwas unwohl fühlt, ist das im Verhältnis zu der echten Influenza, die man bekommen würde, wenn eine Epidemie wirklich Platz greift, allenfalls besser, als wenn man 14 Tage böse da niederliegt und unter Umständen mit Lungenentzündung oder anderen natürlich sehr schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Mhm. Helfen tut in dem Fall, wenn man die Influenza hat, recht wenig. Man kann also klar zu Hausmitteln greifen, Tee mit Zitrone trinken, möglichst sich schonen und wenig nach draußen gehen.
gehen und unter Umständen schwere körperliche Arbeit bleiben lassen. Aber Antibiotika helfen in dem Fall sicherlich gar nicht. Ja, man hört ja auch immer, dass mit einer echten Grippe nicht zu spaßen ist. Sie hatten gerade schon die Symptome genannt, die nicht gerade sehr angenehm sind. In manchen Fällen kann sie sogar zum Tode führen. Was würden Sie sagen, was macht diese Krankheit denn so heikel? Ja, das ist halt eine Erkrankung, die, wenn sie sich ausbreitet, eben sehr schwer eingebremst werden kann. Ne? Weil durch einen unmittelbaren körperlichen Kontakt, also Tröpfcheninfektion in der Luft, kann es jeden erwischen. Natürlich auch in der Straßenbahn oder im Aufzug oder sonst wo man ist. Man kann sich also nicht schützen. Man sieht es dem anderen möglicherweise auch nicht an. Ansteckend ist es einen Tag, bevor man was merkt, bis eine Woche dann nach. Und in diesem Zeitraum muss man eben sehen, dass man möglichst nicht in Kontakt kommt. Ich bedanke mich für Ihre Erläuterung. Jetzt fühlt man sich vielleicht ein bisschen gewappneter. Und ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren, Herr Dr. Holzborn. Ja, gerne.